Hallo, mit diesem Video möchte ich dich einladen zum nächsten Guaifenesin-Treffen, das im Norden Deutschlands stattfindet. Treffpunkt ist Willstedt im Landkreis Rothenburg, das liegt zwischen Bremen und Hamburg. Und wir treffen uns am 30. September in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Wenn du Lust hast, dich mit anderen Therapieanwendern auszutauschen, dann melde dich einfach an. Sinn und Zweck des Treffens ist der rege Austausch über die Therapie und gegenseitige Hilfestellung und Unterstützung bei der Durchführung der Therapie. Normalerweise bei den letzten Treffen waren immer Menschen anwesend, die entweder schon in der Therapie steckten oder auch welche, die in Vorbereitung waren oder die sich informieren wollten. Ein bunter Mix. Zum Ablauf, es wird so sein, dass ich in einer Zusammenfassung auf alle Themen der Therapie eingehe, wie die Vorbereitung auf die Therapie, die Fibromyalgie an sich, das Guaifenesin, die Dosierung, die Salicylate, die Kartierung. In einem erträglichen Rahmen, nicht zu ausgiebig, denn ich denke, das ist sonst auch zu viel. Ich stehe dann im Anschluss gern für Fragen zur Verfügung und werde versuchen, die zu beantworten. Wichtig ist mir, dass noch genügend Zeit bleibt für den Austausch untereinander und erfahrungsgemäß vergeht die Zeit bei den Treffen immer wie im Fluge. Wenn es jemanden gibt, der einen Low-Carb-Kuchen für das Treffen spendet, dann können wir in der Pause zusammen auch noch zum Kaffee trinken auch noch Kuchen essen, was immer ganz nett ist. Die Teilnahme am Treffen ist kostenlos. Ich bitte aber um eine freiwillige Spende zur Deckung der Raumkosten. Das ist aber wirklich eine freiwillige Spende für diejenigen, die es möchten und die es sich auch leisten können. Und es muss auch nicht viel sein. Und es geht wirklich nur darum, die Kosten für den Raum gedeckt zu bekommen. Und es sollen sich nur die angesprochen fühlen, die das auch wollen und die das auch können. Ich freue mich jedenfalls wieder, immer wieder und dieses Mal auch freue ich mich auf neue und bereits bekannte Gesichter. Ich freue mich immer besonders, wenn auch Menschen kommen, die schon in der Therapie stecken und einfach von ihren Erfahrungen berichten, sowohl Fortschritte als auch Rückschritte. Irgendjemand hat mal gemeint, das Treffen wäre ja nur für Einsteiger. Das finde ich nicht. Ich finde das immer sehr bereichernd, wenn auch Leute an dem Treffen teilnehmen, die schon in der Therapie sind. Damit ich besser planen kann, ist es für mich enorm wichtig, dass ich eine Anmeldung von dir bekomme, wenn du Interesse hast. Überleg bitte, ob das Treffen für dich machbar ist, ob du aufgrund der Entfernung, der Anreise, und deines gesundheitlichen Zustandes eben auch überhaupt die Möglichkeit hast. Wenn du dich anmelden möchtest, dann mach das doch bitte per Mail unter barbara-auf-der-heide@web.de oder geh auf meine Webseite, da brauchst du nur hier oben draufklicken, dann landest du auf der Anmeldung für das Treffen. Einfach das Kontaktformular ausfüllen und absenden. In der Regel erhältst du dann innerhalb der nächsten Stunden eine Antwort-Mail. Ich mache das dieses Mal wieder manuell. Letztes Mal habe ich es automatisiert gemacht mit Hilfe der Technik. Das hat leider nicht gut funktioniert. Da gab es immer wieder welche, die keine Antwort bekommen haben und darum mache ich es jetzt wieder manuell. Kann dann aber auch mal einen Tag dauern, nur dass du Bescheid weißt. Also, das Treffen findet statt am 30. September in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. In Willstedt im Landkreis Rothenburg zwischen Bremen und Hamburg. Ich freue mich auf jeden, der kommt. Für mich ist das Treffen immer eine Bereicherung und eigentlich kriege ich auch diese Rückmeldung. Und ich hoffe, dass ich wieder viele von euch sehe und auch einige von euch neu kennenlerne. Macht's gut, bis dann. Ich freue mich auf euch.